Und die drei Replikatoren sind fertig. Sauber, sauber, sauber. Die wären echt, echt super schick. 100 mal 100 Supply Area. Da muss ich mich gar nicht mehr um Muster kümmern oder nur noch sehr, sehr begrenzt und kann alles so bauen, dass es auch wirklich Sinn macht. Es juckt mir echt in den Fingern. Kostet aber 800 rote, 400 grüne und 400 blaue. Ja, die blauen sind das Problem. Forschen wir irgendwas Kleines. Ich glaube, wir wollten irgendwas machen. Mit roten und grün. Irgendwas, was billig war. Fuck. Ionengranaten, ganz bestimmt. Kajan, was wollte ich machen? Es ist billig, es ist gut. Da, go. Aha, ich habe mich dran erinnert. Sehr schön. So, brauchen wir noch irgendwas hier nicht mehr? Die roten Engines sind hier, das ist okay. Das ist auch okay. Ja, dieser ganze Klumberadatsch. Das ganze Eisen. Was soll ich Geschichte? Die müsste eigentlich woanders hin. Das ist alles nur für die weißen Chips hier. Alles, was nicht zu dem Öl gehört. Also das alles. Das ist alles nur für die weißen Chips. Krass. Echt krass. Und was genau von euch braucht ihr jetzt eigentlich? Das Ferric-Zeug? Das da nur. Nur das da, richtig? Nee, ich glaube, wir mussten nochmal Rohre irgendwo hinlegen. Achso, ja, da. Da hinten? Achso, für die Geschichte. Ja, okay. Das heißt, wir könnten das hier alles wegmachen und oben in unseren Ver. Warum zuckst du so komisch rum, du Fenster? Also es hat rumgezuckt, weil ich mit dem Cursor über dem Ding war und das Tooltip-Ding da unten aufgepoppt ist. Und wieder Angriff im Westen. Ja, ich weiß. Wo ich gerade dabei war. Wir könnten das hier alles abbauen und oben hinbauen. Nur halt das da nicht. Das heißt, hier würden wir dann die Ergebnisse aus dieser Fabrik in eine Kiste packen und dann fliegen wir einfach diese weißen Grizzlebretter nach oben, um daraus den Chips zu machen. Das war vielleicht doch keine so gute Idee, in die Leckkiste hier hinzupacken, hm? Und wir sind noch kurzfristig ausgelastet, das ist okay. Ja. Das ist eine Menge. Draht, anderer Draht, komisches Zeug, komisches Zeug. Ich glaube, ich sollte das schrittweise machen und jetzt nicht so viel auf einmal. Erstmal gucken, ob ich da unten irgendwas kaputt gemacht habe. Das heißt, ich lasse erstmal laufen, warten Weile und schauen wir. Hier bräuchten wir theoretisch auch noch mehr Kisten. Ja. Und dann sollten wir auch gleich mal kurz runter zu den Bäumen gucken, ob da so alles okay ist. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich es im Auge behalten wollte. Und die ersten Bäume sind da. Sehr schön. Aber von denen wird noch keiner gefällt, weil die bringen momentan nur zwei. Der da oben würde drei bringen. Miep. Jetzt, wo wir das Skillsystem haben, würde es sich ja sogar lohnen, das alles von Hand zu machen. Also wegen Erfahrungspunkten und Tool-Aufstufungen und all sowas. Und wir kriegen auch noch mehr raus. Und wir hauen aus Versehen die falschen Bäume kaputt. Ja, okay, das ist ein Argument dagegen. Tun wir da rein, mach mehr Germlings. Gott, mehr Germlings. Das Ding müssen wir irgendwann auch mal umbauen. Die Luftfilteranlage können wir, glaube ich, eigentlich knicken. Aber wenn wir jetzt überall mehr von diesen Türmen haben, dann brauchen wir auch keine Luftfilterung mehr. Das sollte ich jetzt eigentlich machen. Ich sollte mich um die yogi Sachen kümmern, damit wir die besseren Türme bauen können. Die da. Was ist eigentlich mit denen? Nee, nicht Brick Wall. Mit dem Zero Time Transfer Weapon Ding. Hat eine Reichweite von 35. Macht fast keinen Schaden. Verbraucht jede Menge Strom. Hä? This weapon beams items, ammo, acid, explosive directly into a specific target. Das heißt, wir müssten da Muni reinlegen. Oh nee, das ist nicht gut. Active Vidu Defense System.
Krakon Wall. Electric Water Generator. Was? Water Generator. Nee, ich will Sachen zum Töten. Was? Special Drill for getting rich dust. Hier waren auch noch Waffen, ne? Ammunition, Smalls, Arms, B-Worms, War Material. Ich wollte Türme haben. Aber das ist, glaube ich, eher Spielerbewaffnung. Ja, schade. Na gut, bleiben wir bei denen. Ich brauche das braune Zeug. Das braune Zeug war aus Rich Dust und Rich Dust war einfach nur blau und grün. Das heißt, ich müsste das Ding hier mal kurz kappen. Das da reinschmeißen. Und Charge Chunks brauche ich ja. Und die Dinger sind fertig. Sehr schön. Jetzt kann ich meine drei Construction Roboter befehlen, alles für mich abzureißen. Jetzt, wo ich gerade das meiste schon abgerissen habe. Okay. Große Kisten. Klingt gut. Wobei ich eher dann gleich auf das High-End-Zeug stehe, auf die großen Kisten da. Wäre aber ein Anfang. Oh, Iron Conduits wäre das nächste. Conveyor Belts replizieren. Ey, ein Artefakt replizieren. Ja. Wobei, wenn wir die Smog-Generatoren wegmachen, haben wir so viele Angriffe, dass wir genug Alien-Artefakte bekommen, denke ich. Blaue Chips. Können wir die grünen überhaupt schon herstellen? Ja, da braucht man wieder Titan für. Ich denke, Titan wäre echt so eine Sache, dass ich jetzt anfangen sollte. Oder hatte ich das etwa schon? Sah aus wie ein Stahlbarren, oder? Nitonil, Silber. Habe ich das schon? Steel, Titan. Titan habe ich schon erforscht. Hey, bin ich gut. Wir müssten nur das Root Delete dann abbauen. Personal Laser Defense. Nee, ich will kein Personal. Ich will Basenverteidigung haben. Tolle abgefahrene neue Basenverteidigung, wie Force Fields zum Beispiel. Dafür bräuchten wir Alien-Technologie. Brauch nur Rot und Grün. Und wir können die Leader Packs dann schon mal bauen. Ja, mach mal, ist okay. So, du stellst fleißig das daher. Wir müssten jetzt also Charge Chunks holen. Was doof ist, dass ich dafür jedes Mal rausgehen muss. Ja, wenn wir ein bisschen mehr auf aggressive Forschung gehen würden. Also, dass wir als Spieler mehr machen können. Dann könnte ich die Basis da endlich mal zerstören und wir könnten unsere Basis komplett nach Westen erweitern. Da hätten wir immer noch die Charge Chunks drin, aber das kommt in später. Wobei, so viel Platz werden wir gar nicht brauchen. Ich denke, einmal hier rüber ist echt genug für fast alles. Trotz der ganzen Mods. So, Speed. Erstmal einen schönen Chunk raussuchen. Der hier, auf den wir stehen. Okay. Go. Man konnte zusehen, wie die Prozentanzeige. Das war mal 191 am Anfang oder so beim Yield. Das ging richtig schnell runter. Vom Handabbau. Das ist. Oh, Rutilit. Warte mal. Das dauert ewig. Ja, okay, es dauert ewig, weil unser Tool noch so beschissen ist. Das ändert sich auch nicht so schnell. Weil die Upgrades hier bei dem Mining-Ding, die. Was? Upgrade-Tool, genau hier. Das ist viel zu wenig. Das müssen wir irgendwie automatisieren mit dieser Fischeranlage und dem Blut konvertieren, all sowas. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt gehabt. Ich denke, ich bastle einfach demnächst eine Ardite-Picke und dann ist gut. Den kriegen wir jetzt aber keine Erfahrungspunkte, aber bei solchen Aktionen wäre das schon ganz schick.
trotzdem immer die Punkte da reinsetzen. Und du bitte auf... Attack. So. Okay, also wir haben jetzt sowohl Rutilit für Titan, aber auch nur 15 Stück, weil das halt eher schwer abzubauen ist. Hm. Warum wird das nicht abgebaut, das Holz? Oder sehe ich das bloß noch nicht? Das ist jetzt alles altes Holz, oder? Ne, hier unten sind ein paar neue. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht hier. Ich schmeiß ein bisschen was von Hand rein. Dass hier was passiert, aber... Ach so, die Construction Bots könnten ausgelastet sein mit dem Reparieren von Wänden und so weiter. Oh, 5 Holz? Wie 5 Holz? Oh, die wachsen noch größer. Ah, mein Fehler. Sorry, sorry, arme Farm. Ich habe deine Bäume schon bei 3 abgehackt, obwohl man sie bis 5 wachsen lassen kann. Das wusste ich gar nicht. So. Hier. Angriff im Westen. Ja, wir sind dabei. Wir haben extra Charge Chunks geholt, damit das da im Westen auch klappt. Da. Gib mir die. Gib mir die. Mach die da. 4 Stück nur? Achso, das waren gleich mal so ein 20er-Packs. So, und das da müssten wir jetzt einschmelzen in irgendeiner Schmelze. Tada, irgendeine Schmelze. Und den kriegen wir die Blöcke. So, was brauchten wir noch? Blaue Blöcke. Blaue Blöcke hatte ich eigentlich. Ich glaube, die habe ich irgendwo eingelagert. Das heißt, hier tue ich mal die Sachen wieder rein. Allgemein könnte ich es mir angewöhnen, diese Zwischensachen, die man ab und an mal braucht von Yuki, einfach hier in die Kiste zu tun. Hochhaus übrigens mal eine rote machen könnten, auch wenn es nicht im System ist momentan, aber für später. So. Das heißt, ich gucke jetzt in den Aussortier manchmal zu gebrauchen Kisten, die jetzt eigentlich alle zum System hier gehören sollten. Suche ich die blauen Blöcke, die ich übrigens gerade habe aufflackern sehen. Unten in der Logistik Storage Dingens in der dritten Zeile sind die 92 Stück. Da. Und das hätte ich auch noch ganz gerne. So. Was? Achso, ich brauche grünes Pulver auch direkt und Kohle. Okay. Oh, das erinnert mich dran, Kohle unten mal wieder hinzubringen. Ach, ihr habt noch? Das ist ja schick hier. Gib mir mal. Hast du auch genug? 997. Das... Ich sag's nicht, aber... Ne? Es bewegt sich wie eine Flüssigkeit in eine positive Richtung. Oder so ähnlich. Bau mehr davon. Und es fehlt Holz. Natürlich fehlt Holz. Geh hier hin. Und hau die 5er Bäume kaputt, die gerade 5er geworden sind. Die Farm ist nur zu faul, die abzubauen. Oh, das waren 3er. Ah. So. So, das war jetzt für einen Eigenbedarf. Tut mir leid, Farm. 21. Sehr schön. Um das Ganze hier zu beschleunigen, sollte ich irgendwo Draht klauen oder braune Chips. Braune Chips, ne? Eigentlich ist hier oben für meine braunen Chips gedacht. Aber die sind alle weg. Das heißt, ich schmeiß mein Holz hier rein, damit das arbeitet, damit das arbeitet, damit das arbeitet und damit da dann irgendwann braune Chips rauskommen. Hey, damit. Oh. Das klaut mir kein Roboter. Nix da. So, ihr bringt Kupfer, das ist okay. Aber es sind zu viele. Ja. Vorbei sind die Zeiten, wo kistenweise von denen auf uns gewartet haben. Wobei, hier hatten wir auch eine Kiste, oder? Ich glaube, die war nicht am System angeschlossen. Yep, her damit. Gut, alles abbrechen. Weg damit, weg damit, weg damit. Und jetzt nochmal. Ja, die komischen Batterien da haben wir nicht automatisiert.
Conduction Wire auch nicht. Lasertürme. Die könnte ich später automatisieren, oder sollte ich auch, wegen den Ditec-Türmen.